Hi. So, hallöle, und wir haben hier unsere hübschen drei Jorvik-Schnurrpferde hingestellt für die Thumbnail. und wie ihr seht, sie haben die tägliche Pflege alle noch nicht bekommen. Da sich das jetzt nicht mehr wirklich lohnt, das selbst zu machen, würde ich sagen, steigen wir jetzt um auf, wie heißt es so schön, Stallhilfe. Okay, wie lange machen wir die? Machen wir erstmal bis zum Wochenende. Bis zum Wochenende. Vielleicht kann ich es am Wochenende doch noch selber machen. Haben wir ein paar Starcoins gespart. Okay. Am Dienstag, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ich bezweifle, dass du das dieses Wochenende machen wirst. Du hast recht. Eigentlich nicht, ja. Weil dieses Wochenende ist ein bisschen was vor. Das stimmt, ja. Zack. Alle versorgt. So, wo rennt denn jetzt hier die Stallhilfe rum? Hier soll doch dann irgendwie so ein. So ein Weib rumrennen oder so, nicht? Ich kann mir doch keine leisten. Habe eine neue Höchstleistung geschafft. Okay, also wir wollen heute ein schnicki-schnacki neues Intro drehen. Dafür müssen wir natürlich unsere Pferde mitnehmen. Was ist das da mit dem roten Eimer? War der da immer schon? Ich bin gerade unsicher. Ich glaube, der war da immer schon. Hä, aber sonst rennt doch dann im Stall immer so eine rum in der Mistgabel. Und vielleicht ist sie wieder da. Also ist sie da, wenn wir wiederkommen. Ich frage mich gerade, ob die Pferde, wenn man rausgeht, wieder in ihren Boxen stehen. Ich gucke einfach mal nach und gucke auch nach, ob die Stallhilfe jetzt da ist. Also genau, und für das Intro habe ich jetzt Babygirl auch nochmal ihre Sachen ausgezogen. Hey, hey, yo, hey, yo. Jetzt habe ich ein Ohrwurm von dem Kacke. Nee, die Pferde stehen hier immer noch rum. Und Voll der nein. geile Song. Stallhilfe gibt es hier immer noch nicht. Okay, warte, dann stelle ich erst. Obwohl, nee. Egal. Pupsen wir drauf. Raus hier. Du verlässt deinen Stall. Oh, ich muss ganz kurz weg. Ich glaube, die Post ist da. Diese Leute, die auf Pakete oder sowas warten. Genau. Ach, guck mal. Wen haben wir denn hier? So, ab. Eine Gruppe machen. Und jetzt haben wir auch unseren richtig schicken Club hier. Mal gucken, ob sie noch was geändert hat. Sieht nicht so aus. Ich wollte jetzt auf Verlassen drücken. Oh Gott, Mann. Okay. Die ersten Shots mit meinen Jorvikschen Urpferden sind sowieso. Also die mache ich eher alleine. Denn Jorvikschen Urpferde sind. Wilde, freie Tiere. Quatsch, was drücke ich denn hier? Das war. Genau, das wollte ich eigentlich machen. Interface verbergen machen wir dann später, wenn es losgeht. Wenn unser Horsey Borsey dann magical ist. Die Verwandlung, glaube ich, nehmen wir nicht mit rein. Das wird dann zu lang. Oh, ist das hübsch. Oh, ist das hübsch. Voll hübsch. So. Dann drehen wir jetzt hier erstmal kurz die erste Szene für das neue Intro. So, also jetzt sag, Gold Pumpkin, Snow Surprise oder Wölkchen? Etienne. Also Snow Surprise. Ah, für den muss ich mich aber noch kurz umziehen. Wobei, mit dem wollte ich das ja eigentlich im Dunkeln machen, ne? Aber egal. Nächstes Intro. Die Pim und Trevor und so würde ich auch im Dunkeln machen eigentlich. Da sehen die nicht so schön aus. Ach ja, kacke, ich bin immer noch ein Wildpferd, ne? Praktisch. Wenn man sich umziehen will und Wildpferd ist, das ist echt genial.
Los. Das Los geht's. müsste. Quatsch. Der Bart! Wir dürfen noch den Bart nicht vergessen. Das muss dazu. Also wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht, vielleicht auch schon das davor, ist das Intro schon dran. Ja, Trapo. eben, brauchst ja nichts mehr hochladen, bis wir das Intro fertig haben. Ja. Ich habe ja noch zwei oder drei Videos in Arbeit. Guck mal, ist der Bus. Wo bist du? Bist du in Es Fort bleibt doch Pilcher? nicht. Bleibt doch nicht stehen an dem Bus. Ja, ich will ja immer noch auf den Felsen springen. Ja, ich komme dann mal dahin. Oh. Du bist gefährlich Oh, gestürzt. guck mal, die hat Apple Pie. Warum reitet die auf Apple Pie? Geh runter von meinem Apple Pie. Der ist gar nicht schneller als ihr Fan. Kein Stück. Die ist das. Die ist das. Die Celine Mutlud oder so. Ja, dann sprich sie an. Ja, die ist an mir Fusslein. vorbeigeritten. Ich muss erst drehen. Warte auf mich. Warte, ist es sie oder ist es? Nee, das ist eine Alissa. Nein, sie ist die Spawn. Wo ist sie hin? I can't answer this question. I'm so sorry. Celine, komm wieder. Schaffst du das? Schaffst du das, Kleiner? Schaffst du das? Ich hab Das sieht das. so realistisch aus, wie Etienne über eine Mauer springt, die größer ist als er. Ich hab sie verloren. Shit. Zur Not gucken wir mal im Internet, wie man auf gewisse Steine draufkommt. Ja, wenn ich springen könnte, könnte ich das, glaube ich, machen. Ich bin dafür, dass wir mit unseren Pferden jetzt. Ach, da bist du ja! Hallöchen! Jetzt irgendwie unten Wer? am Strand langreiten. Ja, du, ich bin hinter dir. So. Wenn du mal nicht so Gas geben würdest. Etienne ist nicht so schnell. Etienne kann alles, was er will. Ja, nur halt nicht so schnell. Ja, na und? Kommt doch nicht auf die Schnelligkeit an. Einmal drehen. Wieso willst du denn jetzt hin? Noch ein Versuch. Knapp gestürzt. Wo wolltest du hin? Auf den Stein da? Den hintersten. Ich weiß nicht, ob ich das mit Gold Pumpkin. Nee, dafür musst du auf jeden Fall springen, sonst fällst du ja automatisch runter. Ich weiß nicht, ob ich das mit Gold Pumpkin, Quatsch, mit So Etienne ein schaffe. Friends-Deal, wir sind Freunde. Ich habe mir eine Anfrage geschickt. Warte, 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 ich versuch's, aber ich versuch's nur einmal. Nein, nein, klappt nicht. Und tschüss. Na komm. Ich habe es auch geschafft, da unten zu landen. Lass doch zum Strand gehen, da wo man schwimmen kann. Guck, ich hab's überlebt. Ja, ich nehme einen eher etwas konventionelleren Weg. Also der echte Etienne wäre da runtergesprungen. Ja, aber ich reite gerade auf ihm, also hat er nicht die freie Freiheit? Die Entscheidungsgewalt. Whatever. Er hat halt nicht das Sagen. Guck mal, hier gibt es irgendein Championat und ich will das mal machen, aber wann ist das denn? Keine Zeit. Gibt's nicht. Existiert nicht. Wo bist du denn? Hinter dir. So. Dann wollen wir mal aufnehmen. Das haben wir schön gemacht. So. Richtige Models hier im Wasser. Vor allem mit den Winterklamotten im Wasser. Ich habe wenigstens einen Regenmantel an. Such a sense. Ja, wenn das nicht zu lang wird, können wir ja schlimmstenfalls noch irgendwas aus dem Winterdorf mit reinnehmen oder so. Da habe ich ja noch dieses von dem Weihnachtsspecial. Ich will von meinem Pferd nicht absteigen. Kannst du dich ja Okay. nicht allein lassen. Nachher ist er weg. Ja, abgesehen davon. Gibt es hier in dem Shop immer noch nichts zu kaufen? Folge mir mal. Ich habe eine Idee. Eine Sekunde. Ja, immer noch nichts. Sie können nichts kaufen. Wenn ich jetzt wüsste, wo genau du lang bist, dann könnte ich dir auch folgen. Ich bin im Stall. Also hast du dich abholen lassen. Ich bin dahin geritten. Also schnell. Puh. Lichtgeschwindigkeitspferd. Ist das Okay, nicht folge toll, wenn mir. man Geschwister hat, die einem vier Berliner bringen? Was ist das? Das ist Geschwisterliebe. Warte, warte, ich nehme dafür ein anderes Pferd dann kurz eben. Hier ist schon wieder so ein Apple Pie. Kann es sein, dass Maya meine Stallhilfe ist? Faule Ziege.
Ich stehe immer noch in der Box und pennt. Ja, gut. Und dafür bezahlst du die. Ja, ne? Aber hey, immerhin sind meine Pferde alle versorgt. Jetzt muss die erstmal ein Päuschen machen. Wen wollte ich jetzt nehmen? Goldie, ne? Goldie, hü! Wenn wir auch nochmal kurz umziehen gehen. Ne. Ich liebe es, in Boxen zu reiten. Das ist echt mein Hobby. Nein, nicht noch eine Runde. Da Volle gehen wir Idylle. jetzt. Da gehen wir jetzt Die Leuchtung raus. im Hintergrund. Weißt du, was bestimmt geil aussieht im Dunkeln, wenn du dich irgendwie so vor den Leuchtturm stellst, dass das Licht davon immer wieder so durchs Bild geht, weißt du? Okay, wo sind unsere Gold Pumpkins? Sag erstmal den Bart aus. Da. Oha, ich habe jetzt schon 7 Freunde. Okay, jetzt muss ich dieses Hemd finden, dieses. Wo habe ich das hingetan? Oh Mann. Ah, da ist es doch. Das. Genau. Nee, Quatsch, der Hut war es, genau. Kann der Rest so bleiben? Ich bin mit der Satteldecke eigentlich nicht wirklich zufrieden. Hier, pass mal Hä, an, die sah möchte aus. wer RH ein Girl und ein Boy gesucht? Da ist schon wieder eine. Suche ein Girl und ein Boy. Vielleicht ist das eine Partnervermittlung. Ach, das ist immer die gleiche, die das fragt. Okay, ich bin jetzt am Stall. Wo bist du? Hier hinten, bei der Schmiede. Schmiede, Schmiede, Schmiede. Schmiede, Schmiede, Schmiede. Ich kann den Global Chat nur lesen und nicht schreiben, wenn ich kein Star Rider bin. Du kannst da nicht reinschreiben? Ja, wie auch. Wie assi. Okay, das Ja, ich kann ist da nicht. weird. Ich hätte wetten Stand können. Also sogar. ich stehe jetzt an der Schmiede. Ja, ich stehe hier oben, über der Schmiede. Ah, am geheimen Ort. Voll geheim, wenn man den so im Internet verteilt. So, hey, guck mal hier. Ich brauche eine Umarmung. Kann man denn nochmal hin? Hier hoch oder? Hupala. Nee, nee, ups. Hoppla. Das war Absicht. Ja, jetzt mal ehrlich, wie komme ich da nochmal hin? Nein, da nicht lang. Okay. Ach, komm schon. Ja, back halt fest. Och Mann. Boah, das müssen die echt überarbeiten, dass man an Bäumen dann so ekelhaft festhängen bleibt, ne? Wie kommen wir da hoch? Komm schon, komm schon, Du komm schon, schaffst das. komm schon, komm schon. Ja! Yeah! Wuhu! I did it! I did it! Okay. Interface verbergen. Ersetzt, aber okay. Bei mir war es perfekt. Hä? Okay. I'm riding free. Ah, wieder am Baum geknutscht. Wo bist denn du jetzt hingeflogen? Ich stehe hier oben.
Mein Pferd hat etwas von einer Bergziege, glaube ich. Ja, du hast ihn ja so trainiert, ne? Ja. Mann, du musst auch springen, wenn ich Jump sage. Für das Pferd. Ja, nicht mal springen. Wow, das war Action. Okay, jetzt müssen noch Trevor, Apple Pie und Wölkchen. Genau. Wir haben noch 5 Minuten. Jupp. Oh mein Gott, sie steht nicht mehr in der Box und schläft. Wo ist sie? Ich Zoe verliere es. Friendsteel, hi, best friend, Wo ist sie hin? Bay. Hä, meine Stallhilfe ist verschwunden. Hä, wo ist sie hin? Ich bin confused, bei Sweetie rennt die doch da manchmal im Stall rum und arbeitet da mit einer Mistgabel irgendwie. Oh, jetzt müssen hier gleich die ganzen Namensschilder so durchgemischt sein, ne? Oh, furchtbar. Ich habe mir eh schon eine kleine Lösung dafür überlegt. Die ich eventuell nachher machen werde. Lü Outfit du VIP. Okay, die Hose ist echt nicht so hübsch. Aber was soll's. Obwohl, wir können ja einfach eine andere Hose dazu nehmen. Wie kann Zoe Friendsteel Level 5 sein und die Pferd aber Level 10? Die Pferde leveln, wenn du die ganzen Rennen machst, aber da levelst du selber halt nicht. Ach, ich glaube, ich mache das mit der Jeans. Der Rest ist so vom Aussehen her eigentlich in Ordnung, aber die Hose, die. Ist auch geil. Wind Phantom. Die Hose geht halt einfach gar nicht. Der kommt hier wieder rein. Was auch immer du bei den Mützen machst. Also Ausrüstung. Zoe Friendsteel braucht eine Umarmung. Du umarmst Zoe Friendsteel. Best Friends. Oh, sie winkt mir zu. Verpiss dich, Vanessa Woodride. Wie kannst du Ihr so Flirten. assi sein? Ey, die hat mein Pferd geklaut, diese Vanessa. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Eigentlich. Er hat auch das Pferd hier, aber die hat das in nicht so schön. Gibt es keine VIP-Satteltasche, weil die gehört natürlich zu diesem stilvollen Kram, ne? Ein Batman-T-Shirt, das ist ja cool. Ja, das Batman-T-Shirt, das habe ich auch, das ist cool. Jetzt haben wir erstmal alles aufgeräumt. Aber wir können ja noch. Na egal, behalten wir es erstmal im Inventar. Ich habe jetzt ein schwarz-weißes Batman-T-Shirt an. Bist du jetzt fertig? Ja, ich komme sofort. Wo ist nämlich jetzt eigentlich G? Ja, wo bist denn du? Am Stall? Ich bin auch am Stall. Ah, da stehst du, warte. Ich bin noch ganz kurz hier am Fenster und gucke nur, ob die hier eine Satteltasche für das VIP haben, weil das sonst unfreundlich
unvollständig wirkt. Deluxe Dressur, die Dressurhose. Schick. Schick. Aber jetzt nicht. Okay, wo gehen wir hin? Bin schon auf dem Weg zum Haus. Zum Haus von der Frau Holzbirth? Das ist auch eine gute Idee. Können wir auch noch machen. Zu welchem Haus Ja, ich meine meinst das alte Verlassene oder so. Boah, bleib doch nicht hängen du? hier! Welches denn auf dem Weg nach Fort Pinter oder die verlassene Farm? Was machst du denn da? Verlassen irgendwas? Was denn? Warum? Was hat mein Pferd für ein Problem, hä? Keine Es bleibt Ahnung, immer. aber es hört sich ein bisschen an, als würdest du deine Maus misshandeln. Ja, weil das scheiß Pferd nicht weitergeht. Weißt du, das ist einfach eine mitten auf einer grünen Wiese. Lässt das die ganze Zeit stehen. Ist nichts. Na, manchmal buggen die ein bisschen fest. Die sollten da echt mal dran arbeiten. Ich glaube, das tun sie. Diese Zoe Friends, die folgt mir die ganze Zeit. Die wir mit ins Intro. Wir sind jetzt echt Best Friends. Oh nö. So. Jetzt holen wir uns das nächste Pferd und machen dann weiter. Und ich hoffe, dass die Hunde jetzt nicht zum 16. Mal losbellen. Genau. Ba, 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 ba. Wer fehlt nur noch? Nur ihr zwei, ne? Warum aber das doch eben? Ja, dabei ist mein Outfit jetzt auch egal, weil ich ja eh gleich wieder ein Wildpferd bin. Der sieht total niedlich aus, unverwandelt. Ja, wollen wir mal. Ups. Ja. Nach vorne auf die Straße gucken, wäre mal eine Devise. Aber wäre langweilig. So, wir reiten jetzt wieder hoch zu dieser Wiese, wo wir uns verwandeln. Machen das dann noch mal das gleiche dann noch mit Apple Pie und dann erzähle ich von meiner magisch super coolen Idee, wie wir dieses Problem eventuell in unserem Stall mit den Boxen geregelt kriegen, weil es geht mir so auf die Nerven. Das haben wir auch hier gekriegt. Obwohl. Kann ja auch so bleiben. Ist ja Pups wie Dups. Darüber will zurückkommen. Auf einem schnelleren Weg. Vielleicht gibt es ja hier eine Abkürzung. Puff. Oh, diese Blässe auf der Nase ist voll niedlich. Hier. Okay, hochkommen werden wir hier wahrscheinlich nicht. Runter aber schon. Hoffentlich ohne abzustürzen. Ja, Meckerlieschen. Na komm.
Hier ist doch alles voller Gras. Das schaffst du schon. Gleich haben wir es geschafft. Na komm, beweg dich. Vorsichtig. Ja, endlich geht doch. So. Bevor wir dran hängen bleiben, springen wir lieber mal. Nur so zur Sicherheit. Wir hätten uns doch eigentlich abholen können, lassen können. Ja, egal. Jetzt sind wir eh schon fast da. So. And last but not least. Wir können das ja jetzt auch einfach eben kurz machen. Was ich nämlich vorhabe, ist. Ich packe die jetzt einfach alle erstmal ein. Sind meine Pferde zum ersten Mal auf der Weide. Ich kann das mit diesem Namen hin und her geswitchen nämlich echt nicht mehr haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Ich habe neulich herausgefunden, dass wenn man auf die Namensschilder drückt, dass das dann hier so funktioniert. Ja, genau. Bla bla bla. Also. Hierhin ist, kommt und bleibt Babygirl. So, hier ist und bleibt. Ja gut, da King, wer steht da jetzt? Ach, schaut mal, wer da ist. Wow. Und dafür also 7 Jorvik, nee, Starcoins am Tag, ja? So, Snow Surprise und Wölkchen bleiben auch in ihrer eigentlichen Box. Nur, dass wir das jetzt einmal ganz sortiert haben. Und Gold Pumpkin, der zieht als einziger um und zwar hierhin. So, das heißt, jedes Pferd steht immer in seiner Box. Ich werde das auch immer wieder in seine Box zurückstellen. Hier vorne steht dann einfach immer nur der Name dran von dem Pferd, mit dem ich halt zuletzt geritten bin. Das heißt, wie jetzt mit Dark King. Ich würde Dark King dann jetzt aber auch trotzdem in seine Box stellen. Also die hier vorne. Diese Box wird quasi von uns vollkommen ignoriert. Das Schild daran auch. So kommt es nämlich nicht zu diesen Namensverwechslungen, weil das Pferd, was da drin steht, nicht dann den Platz tauscht mit irgendeinem anderen hier vom Namen her. Das können wir gleich mal ausprobieren am besten. Ah, Dickerchen, komm schon. So. Düdü. So, jetzt steht da noch Dark King. Jetzt holen wir uns hier zum Beispiel Apple Pie raus. Da steht jetzt Apple Pie. Und an Apple Pies Box steht Dark King, ich könnte kotzen. Echt jetzt? Echt jetzt? Boah, das ist echt nervig. Wieso denn? Wieso tust du mir das an? Gut, da müssen wir die Pferde halt wirklich immer manuell in die Box zurückstellen. Das werde ich aber wahrscheinlich auch nicht filmen, weil das ist echt mega ätzend und langweilig. Klasse. Ich freue mich wie Bolle. Apple Pie steht doch dann in einer anderen Box. Wieso wird denn dann die von.
Gold King, Dark King, oh Mann, ich drehe voll durch mit meinem Namen hier. Egal. Egal. Ich habe die Schnauze voll. Ich hau ab. Komm, wir hauen ab. Mein güldenes Pferd. Apropos, ich habe ja in der letzten Aufnahme gesagt, dass ich durch das Ansehen dieses Pferdes mega Heißhunger auf Äpfel bekommen habe. Ich habe mir heute erstmal direkt zwei gegönnt. Ne, gestern. Gestern zwei. Man muss aber auch echt an jedem Holzstamm mit alles aufpassen, dass man nicht hängen bleibt. Das ist. Ups. Ja, die Augen offen halten würde schon mal die Hälfte aller Probleme, die ich habe, reduzieren. Naja. Hi, du, kannst du bitte gehen? Danke. Magische Kraft wächst. Magic! Gut. Auch mit dir dann kurz fürs Intro was filmen und dann bin ich fertig. So. Wir machen es auf den Rückweg. Obwohl. Bullshit. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Wir lassen es einfach abholen. Ich glaube nicht, dass ich wirklich jedes Mal die Pferde wieder zurück in die Boxen stellen werde, aus denen die kommen. Nein, nein, ich glaube, ich werde da irgendwann echt einen feuchten Käsekuchen drauf geben. Weil es einfach nur noch nervt. Am besten lassen wir die Namen Dinger jetzt einfach alle erstmal so, wie sie sind. Wir bewegen jetzt eh nichts mehr. Hatte ich heute noch irgendwas vor hier? Ich glaube nicht. So. Also, was haben wir heute erledigt? Wir haben uns zum ersten Mal Stallhilfe geholt. Für oh mein Gott, sie tut etwas. Sie tut etwas. Sie kippt gefrorenes Wasser auf den Boden. Das ist der Hammer. Ich bin begeistert. Genau, wir haben uns Stallhilfe geholt, haben versucht, das mit dem Boxen hier zu regeln. Hat nicht funktioniert, leider. Egal, Go Pumpkins Box bleibt jetzt trotzdem die hier. Nimm ein kleiner. Das ist die erste, die man sieht, wenn man reinkommt. Glaube ich. Ja, ich weiß, du stehst alleine hier und alle da drüben, aber du kriegst hier auch demnächst dann irgendwann einen Nachbarn. Ich glaube... Ja, ich glaube, ich tue Spirit hier in die Box. Dann kommt hier Nightwish hin. Hier Firefighter. Wenn wir sie uns dann irgendwann holen. So. Dann haben wir auch nochmal die drei jorvikischen Urpferde ein bisschen in Action gesehen. Ich werde das vielleicht auch noch ein bisschen filmen, wie ich die leveln werde, weil ich da generell ja mit Pferdelevel nicht wirklich viel was gemacht habe bisher. Also, ja. Und es geht ja jetzt sowieso auch wieder mit Questing erstmal los. Wir haben da kein Geld mehr für irgendwas. Und warum ist denn hier auf der Map etwas Orange. Habe ich irgendwas am Laufen? Nee, irgendwie nicht. Keine Confused, die Goldfelder. Machen wir das jetzt oder später? Das Ding ist... Ich habe Angst, dass wenn ich es später mache oder jetzt offline gehe, dass es dann weg ist. Okay, also müssen wir dahin. Das ist unser schnellstes Pferd. Völkchen. Auf, wie glaube ich, los geht's.
Dann gucken wir noch eben nach, was wir da zu erledigen haben. Wir müssen Silbergeschoss vorbei, rechts. Oh, ich fürchte, das ist mit dieser Flaschenpost das. Oh nee. Ja, na klasse. Ah, das mit diesem blöden Baum, den wir ein bisschen lange gesucht haben. Naja. Hallo Jasper. So, ich bin dafür, wir verlassen die Straße und reiten einfach querfeldein. Aus reinem Zeitmangelproblem. Vielleicht einfach meine Siri wäre wieder angegangen, aber nein, scheinbar doch nicht. Ja gut, machen wir das mit der Flasche jetzt noch eben. Was wollen wir denn hier? War da nicht irgendwas von wegen in 24 Stunden wieder zu James kommen? Eigentlich war da doch sowas, aber eben hat er mir nichts angezeigt. I'm kinda confused. Ja, wir gucken mal, was uns jetzt hier erwartet. Toll, wie das jetzt angezeigt wird, wo dieser Baum ist und. Das Orange ist irgendwie hier der Stein. Okay. Ja, egal, der Baum ist hier. Es ist hinter uns orange. Stein? Hallo? Wenn ich jetzt umsonst hier hingeritten bin, ne, dann bin ich. Dann werde ich Käsekuchen nicht. Hallo, hallo. Steinchen. Steinchen. Ja, es darf es nicht geben. So, gerade mal kurz Sweetie angerufen, unser wandelndes Lösungsbuch. Wir werden erst zu James müssen, um da weiterzukommen. Ja, wie ich es befürchtet habe. Haha, das heißt, der ganze Weg umsonst geritten. Was soll's. Ah, ich schreibe der Zoe noch eben einen Brief. Ich jetzt auch offline gehe. Die wollten nämlich nachher noch wiederkommen. Muss mal gucken, ob ich die täglichen Rennen heute noch mache. Das stört aber auch hier mit diesem Orange, ne? Das ist. Ach, neu. Du. Wer ist die Zoe, ne? Friends, hier genau. Hi, ich bin jetzt off. Komme morgen wieder an. Eventuell, ich muss gucken, ich muss morgen arbeiten. Genau. Was? Und was ist jetzt schon wieder unangemessen? Muss jetzt weg? Nein, immer noch nicht. Morgen, komme. Vielleicht wegen komme? Den morgen wieder und eventuell. Hä? Liegt es am eventuell? Wahrscheinlich, vielleicht, whatever. Ach komm schon. Hey, ich bin jetzt weg. Bis morgen. Bin morgen wieder on. Wahrscheinlich bis dann. Was ist dein Problem mit dieser Nachricht? Wenn er einem wenigstens sagen würde, wo das Problem liegt, aber das macht er ja nicht mal. Ah, Mann. Hey, muss weg. So. Musste. So. Ach, komm schon.
Liegt es an dem Hay? Ich musste weg. Bis dann. Es liegt daran, dass ich keinen Betreff habe. Oh. Ah. Hey, ich muss weg. Bis dann. Morgen eventuell wieder online. Boah, das gibt's doch nicht. Lesen. Lesen. Nur lesen und sprechen den Menschen kann geholfen werden. Ja, das ist echt nicht wahr, ne? So, jetzt nochmal kurz. Pferd versorgen. So viel zu. Ich hoffe, die Hunde bellen nicht mehr. Ja, Ihr trinkt was. Der Rest, den macht dann die Stallpflege. Stallhilfe, whatever. Wahrscheinlich gar nicht wissen, wer jetzt alles überall an den Türchen steht. Apple Pie existiert gar nicht. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich ignoriere es einfach komplett. Wir wissen ja, wo welches Pferd steht. Wir können es ja ab und zu mal neu ordnen, wenn es wirklich komplett aus dem Ruder läuft, aber ansonsten ist es mir jetzt wirklich egal. Ich habe Wichtigeres zu tun. Meiner Zeit. Zum Beispiel hier sitzen. Den Tisch angucken. Ja, okay. Bye bye.